hier. Jetzt treibe ich mich in Ruin nur durch Bushaltestellen. Nee, sollte sich eigentlich noch in Grenzen halten, denn. Hier reicht noch eine. Hier noch eine hin. Oh, zu wenig Simulins. Ich kann mir noch nicht mal meine Bushaltestelle leisten. Oh mein Gott. Aber hey, drei Busse müssten wir haben jetzt. Die können dann auch ein paar Touristen anschleppen. Wenn sie denn die Zeit mal dazu finden. Ja, ansonsten sollen sie halt die Einheimischen auf. Au, 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 ah, ah, ja, ja, jetzt kommen die Touristen. Ah. Jo, jetzt geht's rund. Jetzt kommen die Busse aus der anderen Stadt. Das ist dann wohl der Anfang vom Ende. So, guck mal, jetzt kann ich wieder eine Bushaltestelle bauen. Machen wir die mal hier, ja. So. Jetzt bauen wir auf die nächste Bushaltestelle. Aber okay. So, jetzt haben schon einige Gebäude auf die mittlere Dichte expandiert. Das ist schön. So, kriegt er hier noch eine Bushaltestelle? Jetzt muss ich wohl oder übel. Ja doch, ich muss. Ach komm, ihr braucht nicht unbedingt jetzt einen Bus, das ist ja wohl. Und hier noch eine hin, jetzt müssen wir aufs nächste Geld warten. Ihr werdet schon mal ohne Bus auskommen, ihr zwei kleinen Häuschen hier. Das ist ja nicht so wild jetzt, ne? Ja, jetzt muss ich auch hier wegen dem Stückchen, muss ich hier an der Bushaltestelle hin. Und hier machen wir noch eine. Jetzt kommen wir noch eine und die machen wir hier. So, dann sind wir eigentlich bis auf das Industriegebiet hier hinten ganz gut abgedeckt. Aber auch da wollen ja die Leute zum Arbeiten hinfahren. Und es sind jetzt nicht unbedingt gerade wenige, deswegen machen wir da trotzdem noch Bushaltestellen hin. Ich bin ja gar nicht so. Überfall im vollen Gange. Ja, das heißt wieder, Gefängniszellen voll? Oder wie schaut es aus? Gefängniszellen voll. Tatsache. Ja, sobald ihr eine Schule habt, hat sich das auch erledigt, okay? Sobald ihr eine Schule bekommt, hat sich das mit Gefängniszellen auch erledigt. Zumindest so halbwegs. So, haben wir das. Dann kommt der Bus hier jetzt auch überall hin. Hervorragend. Bin ich begeistert. Was wollt ihr? Ein Schiff wird kommen. Bauen Sie eine Fähre. Jetzt schon? Alter, mach den Kopf zu. Nein, du kriegst keine Fähre. Ihr beschwert euch immer noch über Kunden? Ach nee, ihr lebt sich nicht gerade gesund. Ja. Wow, das sieht cool aus. Wir stellen ein. Na, dann stellt mal ein. Alter, wie schnell ich jetzt aber 100.000 Öcken hier weggepratzt habe, ne? Schon Wahnsinn. Wie schnell das geht. Und es war hauptsächlich alles durch Straßenupgrades. Ah, ne, 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 das Busdepot, das hat mir ja schon fast die Hälfte davon weggefressen, von dem Kredit. Dort sind wir 1300 Einwohner. Oh, wow, wir brauchen 5000. Ach, wenn ich bedenke, meine anderen Städten, die müssen wir viel schneller. Ihr habt euch wieder zurückgeupgradet, oder was? Gedowngradet. Zurückgeupgradet. Hä? Hallo? Geht's noch? Wir haben zu wenig Kunden. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ihr zu wenig Kunden habt. Meine Fresse. Aber für zu wenig Kunden, auch dafür habe ich Abhilfe. Hey. Da hier. Was ist das hier? Was ist das für ein Auto? Halt, stopp! Halt, stopp! Was war das jetzt? Warte mal, das ist der Bus. Das ist der Bus. Das ist eigener Bus. Bushaltestelle. Hä, wo war denn der jetzt? Da war doch gerade irgendwas unterwegs und. Oder war das meiner? Ah, ich habe keine Ahnung. So. WTF, WTF. Alter. Die zerhaben mich. Ich guck lieber weg. Einfach weggucken. Einfach ignorieren. Die beruhigen sich schon irgendwann. Vielleicht. Hoffentlich. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Nett ist doch schön. Hier lebt es sich nicht gerade gesund. Aber ihr habt ja sowieso immer irgendwelche Beschwerden. Ihr könnt doch gar nicht ohne Beschwerden. So, ja, jetzt gehen wir gerade wieder ein bisschen in die grünen Zahlen. Wenn ich mir jetzt einen Kredit nehmen und das jetzt mit der Uni probiert, dann könnte das ja auch mit der Industrie klappen, dass die uns die Einnahmen wieder reinholt. Jetzt gucken wir erstmal, ob es irgendwas zum Abreißen gibt. Das sieht mir da oben so schwarz aus. Grundfilm. Ich kack auf deine fehlenden Kunden, Mann. Ihr könnt doch auch mal hier ein bisschen hübscher werden. Das sieht doch scheiße aus.
Ja, klappt ihr kein Shoppingangebot, weil Shoppingangebot bloß hier für die Guten ist. Ne, für die noblen Leute. So, der Verkehr. Verkehr geht schon. Geht schon der Verkehr. Da kommen jetzt wieder Baufahrzeuge. Ah, hier wird geupgradet. Ah, schön, schön, schön. Das ging recht schnell eigentlich. Hier wird geupgradet. Ja, wenn die fertig sind, gibt es wieder ein bisschen mehr Asche. Hier wird geupgradet. Da, da, da. Überall, überall sind sie am Bauen. Oh, jetzt zieht die Industrie hinterher. Das heißt, dann wird dann bald die Feuerwehr. Zu viele Verbrecher. Mein Gott, jetzt geht's los. Alles auf einmal. Wenn ich jetzt die Uni habe und die Leute schlau werden, dann gibt es eigentlich weniger Verbrecher. Deswegen machen wir das jetzt mal. Jetzt Heck oder Freck, letzter Kredit, wenn der weg ist dann und ich pleite bin, dann jo, haben wir ein Problem, ne? Egal, ich riskiere es jetzt. So, Uni Trili, bauen wir mal hierher. Ne, eigentlich wäre es hier unten angebrachter, ne? Aber da kriegt dann mein Solarkraftwerk Probleme. Habe ich dann eigentlich kaum noch Platz, um da noch was hinzubauen. Ja, ich weiß nicht. Ja, sehen wir mal. So. Okay, so sehr viel Minus ist das jetzt gar nicht. Pauschal. Wie viele Schüler haben wir denn, die da reingehen können? 325. Alles klar. Gut. Da brauchen wir keine Haltestellen für das Ding, denn ja, die Studenten gehen entweder zu Fuß oder mit dem Auto. Und eine Bushalte ist sowieso in der Nähe. Habe ich ja alles schön gemacht. Wir werden sehen, es wird nicht lange dauern, dann werden sich hier die ersten Industriegebäude upgraden. Und ich denke, das Verbrechen und alles geht dann auch ein bisschen wieder zurück. Was haben wir derzeit? 51 Verbrecher pro Tag. Ich denke, das wird wieder zurückgehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Hier, der Dr. Wu meldet sich. Ach nee, Quatsch. Die wollen bloß irgendeine Erweiterung. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem mit der Feuerwehr. Jetzt hier löschen. Wo ist meine Feuerwehr? Kann das sein, dass die Feuerwehr gerade unterwegs ist? Schon woanders? Brände löscht. Du bist ein Krankenwagen, oder? Ja. Jetzt frage ich mich, wo ist meine Feuerwehr zur Hölle? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, die hockt zu Hause oder was? Die machen nichts. Tatsache. Ja, könnt ihr jetzt mal langsam hier losmachen? Hallo? Bereit zur Brandbekämpfung. Ja, dann zieht doch mal los. Ey, ihr habt eine halbe Stunde, um zu reagieren. Die halbe Stunde ist mit Sicherheit schon längst vorbei. Löschfahrzeug 1. Ja, warum gehst du nicht löschen? Hallo? Was macht er denn nur? Jetzt kriegst du noch ein zweites Fahrzeug. So. So. Okay, gut. Und die Meldung sagt uns hier, die Industrie tut upgraden. Hier geht's los. Jawohl, ja. Und trotz Kredit sind wir jetzt schon im. Ja, und das ist niedergebrannt. Jetzt warst du zu spät, du Pfosten, alter Mann, ey. Oh, ja. Ich würde sagen, das liegt an den fehlenden Einwohnern. Und wieso sind wir jetzt aber wieder so weit im Minus? Achso, weil die jetzt alle upgraden und das Geld fehlt. Ja, das müssen wir jetzt überbrücken, bis die fertig sind mit Upgraden. Aber das geht recht schnell, weil die ja bloß ihre Technikstufe upgraden und nicht die Dichte. Die Dichte dauert dann schon immer ein bisschen länger. Ne? Was sagt eigentlich Strom? Der geht mir bestimmt auch bald flöten. Oh, ja. Oh ja. Läufst du jetzt schon auf Batterien? Ja. Hier habe ich schon eine Straße mit hoher Dichte. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, dass ich hier jetzt schon die hohe Dichte rein habe? Richtig. Okay, gut. Also wenn die Gebäude da haben sie ja noch nicht mal die mittlere Dichte gebaut. Wie wollen sie denn irgendwann mal die hohe Dichte bauen? Hm? Muss ich nicht verstehen. Wie schaut es mit Wasser aus? Hier, Wasser. Trinkt, meine Jungs. Trinkt, meine Mädchen. Und allesamt. Trinkt. Trinkt aus. Oh. Was sagt mein Abwasser? Ah, auch Wasser. 3.000 Kronen. Hier gibt es Abwasser. Pumpe, Dingens. So. Jetzt
noch zweites daneben. Und dann das nächste, was kommt, ist dann noch ein paar Solarplatten. Und kosten mich 16.000. Jetzt kriegt das mal hier ein Schild. Schild haben sie sich verdient. So. Solarplatten, was habe ich gesagt? 16.000. Oh, mit 82. Ja. Das kriegt man schon hin. 0,9 Überschuss. Ich meine, wir könnten ja auch kaufen. Dann brauchen wir keine Solarplatten eigentlich. Weil die anderen Städte haben ja auch noch Strom. Ja, komm, wir haben so viel Megawatt im Überfluss, dann kauft doch mal hier. So. Haben wir das? Können wir auch überschüssiges Wasser noch kaufen. Dann auch noch ein bisschen was. Und Abwasser, das tun wir auch verschicken. Und dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Eine ganze Zeit lang, dann müssen wir erst wieder was machen, sobald es denn wieder brenzlig wird. Und das könnte erstmal ein Weilchen dauern. Hm. Was sagt denn die Uhr? Wie lange nehmen wir denn schon wieder auf? Noch nicht so lange. Hey. Geht noch was. Abwasser nach Hohenburg. Ja, viel Spaß Abwasser, viel Spaß auf deiner Reise. So, jetzt haben wir die Uni. Was willst du denn, lieber Uni-Mensch? Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich den Schreibtisch voller Anfragen. Jetzt, wo Sie eine Universität haben, können wir etwas Zeit und Forschungsarbeiten in das Großprojekt Solaranlage stecken. Wollen wir so eine Anlage bauen? Wollen wir die Solaranlage bauen? Ich meine, okay, dann habe ich Strom, aber... Ich weiß nicht. Ich meine, die Solaranlage habe ich noch nicht gebaut. Was bringt's mit denn? Das bringt mir ja nicht so viel, außer Strom halt. Alles andere ist auch schon ein bisschen interessant. Da lässt sich mal ein bisschen was draus machen. Machen wir mal später. Wir schauen erstmal. Da entscheiden wir uns heute noch nicht. Wie viel waren denn heute drin? 262, was sagt meine Schulkartei hier? 162 von 403. Das ist jetzt nicht so viel. Was sagt mein Müll eigentlich? Ja, das geht. Gelbe Zahl finde ich eigentlich immer in Ordnung. Das ist akzeptabel. Was sagt meine Polizia? Polizia ist immer noch knastvoll. Und was sagt das Fenster hier? 45 Verbrecher pro Tag, ne? Ist schon runtergegangen. Das geht also. Okay, gut. Was, ihr wollt schon wieder upgraden? Na, wenn es so ist, dann kriegt ihr eure erhöhte Dichte. Oh mein Gott, das wird mich bestimmt kosten. Ich kann es mir leisten. Ching! Oh. Jetzt kann ich mir gerade wieder gar nichts mehr leisten. Dann du upgraden. Komm, du hast deine Dichte-Dingens hier. Pipapo. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Na toll, da ist jetzt der Park im Weg. Na toll. Oder bist du im Weg? Weg. Oh, jetzt upgraden, schnell bevor ihr noch kommt. Nein, baut sich das nächste kleine Höschen hin. Verdammt, der Park ist im Weg. Und ihr? Ja, dann bleib halt klein, mein Gott. Mein Gott, dann bleib halt klein. So. Ich werde auch mit den umliegenden Straßen anfangen. Und die ein bisschen zu bearbeiten. Als erstes allerdings die Autobahn.